Glück auf, ihr lieben Leute. Hier ist der Hauer von der Hauer Stahl GmbH und Co. KG. Zu viel Zeit muss sein. Jetzt muss ich wohl den Hack auftragen hier. Bergeschrei hi, Bergeschrei ha. Wenn du keine Bergleit findest, du kannst auch kein Erz abbauen. Zu einfach ist es. Mensch, ich war auf dem Arbeitsantrieb in alle Barsch. Bei meiner Nachbarin, bei der Geslinde, ihren Gung war ich. Da wollte auch nicht. Aber dann habe ich auf Ernst TV eine Annonce geschalten. In Bayer Fallen Dream. Und auf Emo Lefts. Jetzt rollt's wie verrückt. Ich kann bald meinen zweiten Schacht aufmachen. So viel Leid habe ich jetzt zusammengekriegt. Also, geht auf Ernst TV. Dort Werbung machen. Das verlohnt sich. Euer Hauer von der Hauer Stahl GmbH und Co. KG. Mit ErzTV erreichen Sie immer die Wichtigen. ErzTV. Heimat, Wissen, aktuell. ErzTV Kompakt hat am Freitag auch diese Themen. Anbau gemauert, Baufortschritt in Schwarzenberg, Holz gestaltet, Symposium in Lauter-Bernsbach und Schmuck gebastelt, Ausstellungsstart in Dorf Chemnitz. Glück auf zum Wochenende hin auch noch einmal Nachrichten aus Ihrer Region. Schön, dass Sie dabei sind. Zu Beginn der Sendung ein Hinweis für unsere Zuschauer in Thalheim. Dort werden in der Antennengemeinschaft Steierberg am kommenden Montag zwischen 8 und 12 Uhr die Frequenzen im Kabelfernsehnetz umgestellt. Das bedeutet, empfangbare Programme sind auf anderen Frequenzen digital zu empfangen. Das analoge Programm wird weiter eingeschränkt. Damit alle Zuschauer weiterschauen können, müssen sie am Montag nach der Umstellung einen Sendersuchlauf durchführen. Wie das geht und wer helfen könnte, wurde in einem Infoschreiben kurz erklärt, das alle Teilnehmer in ihrem Briefkasten hatten. Zukünftig, so schreibt die Antennengemeinschaft, könnten alle Teilnehmer auch Internet und Telefon über das Fernsehkabel nutzen. Nach Bärenstein und damit zu unserem ersten Beitrag. In der gemeinsamen Mitte wurde am Mittwoch gefeiert, gemeinsam von tschechischer und deutscher Seite. Mehr dazu von Gerald Nützel. Am vergangenen Mittwoch feierte Sachsen und Tschechien im Erzgebirge ihre gemeinsame Partnerschaft. Unter dem Titel Ahoi Soused, Hallo Nachbar, wurde dabei auf 4 Jahre gemeinsame Arbeit zurückgeschaut. Im Mittelpunkt der grenzübergreifenden Feierlichkeiten stand das von der EU geförderte Projekt Gemeinsame Mitte Bärenstein Weipert. Die gemeinsame Mitte ist der gemeinsam gestaltete Ortskern der beiden Gemeinden Bärenstein und Weipert. Unter musikalischer Begleitung kamen Vertreter beider Partnerorte auf das Festgelände. Dabei erinnerten sich die Bürgermeisterin von Weipert, Jitka Gavdunova, und der Bürgermeister von Bärenstein, Bernd Schlegel, an den gemeinsamen Weg. Ja, auch von mir erstmal ein herzliches Willkommen auf der gemeinsamen Mitte Bärenstein-Weibert. Es war ja in alten Zeiten keine Zusammenarbeit möglich, da die Grenze geschlossen war. Aber schon kurz nach Grenzöffnung hat sich doch ein kleines Pflänzchen der Zusammenarbeit entwickelt und von Jahr zu Jahr intensiviert. Heute führen wir fast alle Veranstaltungen gemeinsam durch und haben damit einen sehr großen Erfolg. Ich glaube, dass diese Zusammenarbeit sehr wichtig ist, denn die Menschen in der Grenzregion werden als Erste entscheiden, ob wir in einer friedlichen Koexistenz nur nebeneinander leben oder ob wir die Zukunft gemeinsam gestalten. Ich glaube, dass wir das vollendete gemeinsame Europa nicht mehr erleben werden, aber wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht, das dorthin zu bringen, dass vielleicht unsere Kinder und unsere Enkel davon profitieren. Und da danke ich meiner Amtskollegin als Weiber nochmal ganz herzlich für die angenehme Zusammenarbeit in all den Jahren. Verschiedene kulturelle und musikalische Angebote standen bei dieser Veranstaltung für die Gäste bereit. Thank you.
Beim Kinderschminken bildeten sich nach kürzester Zeit kleine Warteschlangen. Diese konnte man aber überbrücken, indem man Jens Baumann beim Schnitzen mit der Motorsäge zuschaute. Und während die einen sich noch etwas in Geduld übten, gestalteten an anderer Stelle die Kinder ihren eigenen Button, der an diesen Tag an der gemeinsamen Mitte erinnern wird. Informationsstände zur Region Erzgebirge über Tschechien und zur Kultur beider Länder fanden bei den Besuchern großen Anklang. Genau wie die Musik, die auf der Festbühne geboten wurde. Einmal wissen, dieses bleibt für immer. Ist nicht Rausch, der schon die Nacht verklagt. Ist nicht Farbenschmelz, noch Kerzenschimmer. Von den Grau des Morgens längst verjagt. Einmal fassen, tief im Blut fühlen. Dies ist mein und es nur durch dich. Lad ein Vogel, ach auf mein Gefieder. Die Europäische Union stellt aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung EFRE viel Geld für Projekte des sächsisch-tschechischen Kooperationsprogramms zur Verfügung. Seit dem Beginn der Antragstellung im Sommer 2015 konnten bereits 124 grenzüberschreitende Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 145 Millionen Euro gefördert werden. Senses without sound. Color need no candlelight, no shimmer. Taste away when morning comes around. Oh, la ba da ba ba da da. Die Meldungen am Freitag. Die westerzgebirgische Leistungsschau aus Liebe zur Region erlebt am Sonnabend im Wernesgrüner Brauereigutshof ihre dritte Auflage. Von 11 bis 17 Uhr präsentieren sich Handwerker, Vereine und Organisationen. Außerdem werden Fragen beantwortet, wie welche Fördermöglichkeiten bietet das LIDA-Programm für den ländlichen Raum, welche Projekte wurden bereits erfolgreich umgesetzt und wie vielfältig ist das Westerzgebirge? Denn erstmals ist der Verein Zukunft Westerzgebirge mit seinem LIDA Regionalmanagement Gastgeber für die Westerzgebirgische Leistungsschau. Das Schwarzenberger Rathaus bekommt einen Anbau. Am Donnerstagnachmittag trafen sich Vertreter der Stadtverwaltung und der am Bau beteiligten Unternehmen, um für die Nachwelt eine Kapsel mit Zeitdokumenten ins Mauerwerk einzubringen. Bevor Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer zur Tat geschritten war, erläuterte sie die Ziele der Baumaßnahme und blickte auf die Geschichte des Hauses. Mit dem Bau soll im Erdgeschoss ein modernes Bürgerzentrum geschaffen werden. Außerdem entsteht ein zweiter Rettungsweg. In Schwarzenberg steht das Rathaus am Rande der Altstadt. 1861 als Baumwollspinnerei erbaut, wurde das Objekt nach einem Umbau am 14. Mai 1930 als Rathaus eingeweiht. Der Plan der jetzigen Baumaßnahmen sieht vor, dass die ausgelagerten Bereiche der Schwarzenberger Stadtverwaltung bis Mai 2019 wieder ins Rathaus einziehen können. Ab jetzt kann das öffentliche Baustelleninformationssystem des Freistaates Sachsen, erreichbar unter www.baustellen.sachsen.de,
auch auf mobilen Endgeräten genutzt werden. Die Inhalte basieren auf den verkehrsrechtlichen Anordnungen der Verkehrsbehörden und somit auf amtlichen Informationen. Das System informiert tagesaktuell über alle längerfristigen, mit Verkehrseinschränkungen einhergehenden Autobahnbaustellen und Sperrungen von Anschlussstellen sowie voll- und halbseitige Sperrungen, die zu erheblichen Verkehrseinschränkungen an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen führen. Zur Erinnerung www.baustellen.sachsen.de. Sperrungen im Erzgebirgskreis. In Neukirchen wird von Montag bis Freitag kommender Woche die Sorgestraße in Höhe Haus Nummer 42a wegen der Verlegung von Hausanschlüssen voll gesperrt. In Oelsnitz wird von Montag bis einschließlich 6. Oktober der Knoten Dr. Otto-Nuschke-Straße, Kurze Straße, Lugauer Straße wegen der Erneuerung einer Gasversorgungsleitung für den gesamten Verkehr voll gesperrt. Am Montag beginnt auch die Sanierung der Stützmauer im Gelände der Schwarzenberger Wohnungsgesellschaft. Wie Geschäftsführer Uwe Matte mitteilte, ist mit dem Baubeginn die Sperrung des Zugangs zur Gartenanlage am Schlosswald für Fahrzeuge verbunden. Das Bauende ist für den 19. Oktober geplant, die Sperrung wird aber entsprechend des Baufortschrittes schon eher aufgehoben. Die fußläufige Erreichbarkeit der Gartenanlage sei zu keiner Zeit beeinträchtigt, hieß es. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Kraus hat ein Pflegefrühstück für Leiter und Pflegedienstleiter von Pflegeeinrichtungen seines Wahlkreises durchgeführt. Das Thema der Veranstaltung im Speisesaal des Sächsischen Gemeinschaftsdiakonissenhauses Zion in Aue lautete Zukunft der Qualitätsprüfung im stationären und ambulanten Bereich. Als Gäste konnte Kraus Dr. Ulf Segebusch, Geschäftsführer des MDK Sachsen, sowie Kerstin Vogt, Leiterin des Pflegebereiches Pflege- und Qualitätsprüfung des MDK begrüßen. Im Diakonissenhaus Zion in Aue findet am Sonnabend von 13 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Die sächsische Polizei zieht nach Ende der dreiwöchigen Aktion »Die Schule hat begonnen« eine überwiegend positive Bilanz. Ein Großteil der Fahrzeugführer hielt sich an die geltenden Temporegeln. Bei den sachsenweit über 1000 Kontrollen vor Grundschulen sind insgesamt rund 2000 Verwarnungs- und über 100 Bußgelder wegen Geschwindigkeitsüberschreitung verhängt worden. Der gemessene Spitzenwert lag bei Tempo 72 in einer 30er-Zone. In der Zeit vom 17. bis zum 23. September läuft die europaweite Verkehrssicherheitsaktion zum Thema Ablenkung am Steuer. An ihr wird sich auch die sächsische Polizei beteiligen. In Lauter haben am Donnerstag auf dem Markt 4 Mitglieder der Künstlergruppe Exponat ihre Arbeit aufgenommen. Hartmut Rademann, Robbie Schubert, Tobias Michael und Jesko Lange werden aus 4 Holzstämmen bei einem Holzbildhauersymposium 4 Figuren für den neuen Bärenrundweg in Bernsbach gestalten. Da man auf dem Wanderweg auf Ortssagen treffen soll, lassen die Holzgestalter diesen Gedanken in ihre Skulpturen einfließen. Am Sonnabend 15 Uhr werden die Holzfiguren übergeben. Wir werden berichten. In Schneeberg konnten die Hortkinder ihr neues Domizil in der Schneeberger Grundschule Hans-March-Witzer in Beschlag nehmen. Die Bergstadt hat als Träger der Kindereinrichtung Wirbelswirbel aufgrund des gestiegenen Bedarfs den Hort von 80 auf 100 Plätze erweitert. Dazu wurde ein weiterer Raum für die Hortnutzung umgebaut und neu ausgestattet. Die Kosten des Umbaus betrugen ca. 7.000 Euro. Im Zuge der Erweiterung wurden auch 8.000 Euro in die Ausstattung investiert. Landrat Frank Vogel hat zu Wochenbeginn die neuen Auszubildenden und Studenten des Landratsamtes Erzgebirgskreis begrüßt. Insgesamt beginnen in diesem Jahr 23 junge Frauen und Männer ihren Dienst in der Landkreisverwaltung. Dabei bildet das Landratsamt wieder eine große Bandbreite an Berufen aus, die für die behördliche Arbeit gebraucht werden. Nach dem erfolgreichen Start der Imagekampagne Erz, wir fördern Karriere im Jahr 2016 nahm die Ausbildungsleitung die Begrüßung der neuen Auszubildenden und Studenten zum Anlass, den nächsten Baustein der Kampagne zu präsentieren.
In den zurückliegenden Monaten hat die Kreisverwaltung den mittlerweile dritten Kurzfilm zur Ausbildung im Landratsamt produziert. Der Clip, der die Ausbildung als Straßenwärter, Straßenwärterin thematisiert, kann ab sofort auf der Karriereseite des Landratsamtes und bei YouTube abgerufen werden. Er vermittelt jungen Schulabsolventen und darüber hinaus Interessierten in ansprechender Art und Weise einen Eindruck von der Ausbildung im Landratsamt Erzgebirgskreis. Die Kampagne Erz, wir fördern Karriere, ist Ausdruck der Bestrebungen des Landratsamtes, die Weichen für eine nachhaltige Personalpolitik zu stellen. Angesichts des demografischen Wandels sieht sich die Landkreisverwaltung erheblichen Herausforderungen bei der Gewinnung des nötigen Fachpersonals gegenüber. Nicht zuletzt mit der Kampagne will sich das Landratsamt gezielt diesen Herausforderungen stellen. Bevor wir heute unsere Serie mit teilnehmenden Orten vom 25. Tag des offenen Denkmals abschließen und am Sonntag die Türen offen stehen, hier noch eine Meldung, die uns aus Lößnitz erreichte. Am Sonntag, dem 9. September, steht auch das wundervolle Lößnitzer Bronzeglockenspiel als bedeutendes technisches Denkmal allen Kultur- und Geschichtsfans in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zur Besichtigung offen. Untergebracht ist das Instrument aus statischen und akustischen Gründen mit insgesamt 23 Bronzeglocken in der Turmlaterne der St. Johanneskirche Lößnitz. Es ist eines der ältesten Bronzeglockenspiele Deutschlands. Der feine silbrige Klang wird von Fachleuten geschätzt und ist in seiner Qualität einmalig. Mitglieder des Vereins Lößnitzer Bronzeglockenspiel e.V. werden am Sonntag das Denkmal mit all seinen Besonderheiten und Geheimnissen vorstellen. Ergänzend wird es um 15.30 Uhr einen Vortrag zur Geschichte und Technik des Lößnitzer Bronzeglockenspiels mit Frank Rother, dem Vorsitzenden des Vereins Lößnitzer Bronzeglockenspiel e.V. im unteren Saal des Bürgerhauses Marktplatz 13 geben. Vielleicht verbinden Sie das ja mit einer Rundreise und beziehen dabei auch das Hormersdorfer Heimatmuseum mit ein. Darum geht es jetzt. Ursprünglich wurde das Heimatmuseum in Hormersdorf 2000 im Anbau der Schule eingeweiht. 2007 kam es zu einer Wiedereröffnung in einem ehemaligen Fabrikgebäude. Nach erneutem Umzug 2015 in neue Räumlichkeiten finden nun Senioren ihre Kindheitserinnerungen im ehemaligen Hormersdorfer Gemeindeamt. Und junge Leute erhalten hier einen umfassenden Einblick in das Leben früherer Zeiten. Die Ausstellung beinhaltet unter anderem Musikinstrumente, Gemälde und Spielsachen in historisch eingerichteten Räumen, wie eine alte Küche oder der gute Stub. Die ausgestellten Gegenstände lassen sich laut Heimatmuseum nicht mehr zählen. Am 9. September im Rahmen des Tages des offenen Denkmals hat das Heimatmuseum Hormersdorf von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Nach Bedarf werden auch Führungen unter anderem durch Regine Seifert und Reinhard Lötsch angeboten. Eine weitere Aktion des Hormersdorfer Heimatmuseums ist eine Sonderausstellung im Dorfgemeinschaftshaus zum Löwen. Zwei Freizeittipps zum Wochenschluss. An diesem Wochenende findet im Schützengrüner Gewerbegebiet an der B169 zum ersten Mal das Route 169 statt. Zum Fest gibt es ein buntes Programm, bei dem für jeden Gast etwas dabei ist. Von Sport und Spiel bis Kultur und Live-Musik. Höhepunkt ist das Konzert mit OB Live am Samstagabend.
Schnell wird es an diesem Tag bereits am Nachmittag, wenn selbstgebaute Seifenkisten zum Rennen antreten. Auf einem ca. 500 Meter langen Bergab-Parcours zeigen die Hobbyrennfahrer, was ihre frechen Flitzer drauf haben. Der Eintritt ist am gesamten Wochenende frei, lediglich beim Auftritt von OB Live ist der Einlass ins Festzelt nur mit einem gültigen Ticket möglich. Das detaillierte Programm ist unter www.route169.de zu finden. Im Technischen Museum Knochenstampfe in Dorf Chemnitz ist eine neue Sonderausstellung eingezogen. Zu bestaunen ist die Schau Zarenträume Teil 2 – Die Blutdiamanten der Romanows. Die Ausstellung ist dem 100. Todestag der russischen Zarenfamilie gewidmet und zeigt 129 einzigartige Repliken, die es heute im Original längst nicht mehr alle gibt. Im Mittelpunkt der neuen Ausstellung stehen die funkelnden Geschmeide der großen Familie des letzten russischen Zaren, Nikolaus II. Die einzigartigen Repliken wurden vom Berliner Kunsthandwerker Dieter Baumgartl in mühevoller Kleinstarbeit erschaffen. Die Ausstellung können interessierte Besucher bis 18. November in der Knochenstampfe Dorf Chemnitz besuchen. Das waren Nachrichten und Termine aus der Region für heute. Durch das Wochenende begleiten wir Sie natürlich auch wieder auf erztv.de und bei Facebook. Und vielleicht sind Sie ja noch neugierig, was unser Magazin zu bieten hat. Das kommt ab Samstag um 7 Uhr wieder neu und dann immer zur vollen ungeraden Stunde eine ganze Woche lang. Darin unter anderem das Keller- und Gewölbefest Lößnitz, die Indoor-Spielewelt Pandora, die Sommerlounge der Wirtschaft und Steuerspartipps bei doppelter Haushaltsführung. Das Geschehen der vergangenen Tage zeigt Ihnen ErzTV-Woche ab Samstagabend 20 Uhr hier bei ErzTV. Die Talheimer am Steierberg denken bitte an den Sendersuchlauf am Montag. Und allen jetzt ein schönes Wochenende. Glück auf!